Willkommen zu einer weiteren Runde Salmon Run von Splatoon 2. Wir sind wieder auf der Schiffswrackinsel. Und mit dabei sind Enri, Karate Kid und Mastermind. Mastermind? Okay. Masterminze. Genau. Ich hab den Quastro. Wir sind in der besten Farbe der Welt, nämlich Magenta. Es kommt ein Boss-Salmonid. Oh ja. Das ist doch nicht schlimm. Kann er ja auch nicht, ne? Wir haben den Pinsel des Verderbens. Da drauf und hoch. Gut, Hälfte der Quote haben wir, das ist schon mal sehr gut. Lassen wir es ein bisschen runterregnen auf den Gegner. Okay, ich kann mir schon vorstellen, wo der Topf ist. Da ist der große Topf. Versucht auch zu sehen, wie so ein Seepferdchen. Töpfe weg, Töpfe weg, Töpfe weg, Töpfe weg. Nimm doch den Kram. Weiß nicht, bin ich schneller, wenn ich schwimme oder wenn ich renne? Sehr gutes Team, würde ich mal sagen. Wir haben drei Bosse besiegt. Komplett recovered. Gut. Ja, lauf doch, Leute. Lauf. Ja, eine gute Runde. Muss ich lassen. Eine sehr gute Runde. Wir haben das Splatling. Splatling. Da hat jemand um Hilfe geschrien, da werden wir mal gucken, was da los ist. Da einfach mal die Tür aufmachen oder die Farbe wegmachen auf diesem Fahrstuhl. Okay, der ist da hinten. Da fahren wir schnell hoch. Versuchen zu flankieren. Wieso? Manchmal heiß. Töpfe weg. Nein! War schon lustig, der Typ mit dem Regenschirm. Der ist schon lustig. Der war noch drinne. Yeah, der war noch drinne. Plopp. Also wenn man schon in seiner Lieblingsfarbe spielt, dann ist das doch schon... Okay, wir spielen mit dem Blaster in der letzten Runde. Das ist auch nicht gerade so viel besser. Der Korb ist bereit. Der macht nicht so viel Schaden. Nein! Ernsthaft. Ach, Mädchen. Ich bin ja kein Mädchen, aber trotzdem. Könnte mich jemand mal an meinen Danke.
wartet der nicht auf den einen? Der stand doch direkt daneben. So, Quote erfüllt. Das ist doch saugeil. Nein, das ist nicht gut. Nein, das war nicht gut. Komm, bam! Bam, bam! Hilfe! Ich weiß gar nicht, wo der Gegner ist. Okay, ich würde mal sagen, die haben da Probleme mit dem Dings. Stand eben wieder geschafft. Gut, und dann an der Mettwurst vorbei. Und ich sage, geile Sache. Sehr geil. Wenn ihr euch dort wiedererkennen solltet, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Wenn euch der Part gefallen hat, tut genau dasselbe. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part. Beziehungsweise in dem nächsten Run. Willkommen bei einer neuen Runde Salmon Run von Splatoon 2. Wir sind immer noch auf der Schiffswrackinsel. Wir sind immer noch in dieser unglaublichen geilen Farbe. Und mit dabei sind Tuna, Leotyx und Yarnfang. Und ich habe mal wieder den Blaster. Blaster. Okay. Wo sind die Bosse? Da hinten. Und es ist wieder Bam. Bam. Ein Boss, mit dem ich mit dieser Waffe überhaupt nicht bekämpfen kann. Ja, Tuna, komm her. Hopp. Zeig, was du kannst. Ach, mit 3, ja. Schnell, bevor der anfängt zu schießen. So, wo ist der? Und doch irgendwo von da, was da hinten ist. So, den ersten haben wir schon mal erwischt. Schlagen, bis er wieder aufmacht. Und werfen. Zu mir, Leute. Ich verteidige. Okay, das war jetzt. Tut mir leid. Das war nicht nett. Okay, wer kann das auch anders, der gleich dafür hochkommt, ne? Lass mich doch hier einfach durch. Wird auch irgendwie kippen. Ende der Welle 1, ja, da können wir auch gar nichts mehr machen. Und dann. Ich sehe, dass das da Wasser weniger ist. Was ist das? Das ist täuscht. Es ist Nacht. Was ist das denn? Wie zur Hölle besiege ich das denn? Ist das ein Ultraboss? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Was zur Hölle machen wir mit dem? Erstmal, dass ich den sehe. Aber nice. Muss ich immer lassen. Vielleicht noch so einer. Richtig nice. Ich glaube, die wollen das hier klauen, oder? Kann das sein? Warum leuchtet denn das sonst so rot?
Vieh. Hast du mich runtergeworfen, ne? Ja, Hund, sei still. Jetzt kommt zwei. Aber wir haben die Quote dafür, das ist schon mal sehr gut. Wir haben die Quote wirklich erfüllt. Na komm. Hier richtig viele, das ist geil. Außer, dass sie mich gerade getötet haben, aber Killgrill heißen die. Wie geil ist das denn? Hier fliegt da so ein Dings auch noch rum. Das sieht geil aus, wenn man so als Dings rumfliegt. Und dass es mal so Spezialbosse gibt, das ist schon sehr geil. Nun gut, wo ist denn hier jetzt? Kommen neue Boss-Zeremonie da? Ah ja. Wollen wir mal gucken, wo diese neuen Boss-Zeremonie sind? Da hinten. Da ist einer. Fahren wir mal gegen ihn. Quatsch. Aber einen. So, und dann kommen wir jetzt hier so rein damit. Runter. Und da werden wir gleich von hinten angerempelt. Ja, ich habe hier noch welche. Schnell, bevor da wieder einer meint, was klauen zu müssen. Nicht so einer hier. Ernsthaft? Ernsthaft? Leute, was tut ihr da? Wir hatten die Welle doch schon. Nun gut, wenn ihr euch wieder erkennen solltet oder euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da unten ab und dann sehen wir uns im nächsten Part. Willkommen zu einer neuen Runde Salmon Run bei Splatoon 2. Die sind in diesem wunderbaren Orange. Neben mir, meine Mitstreiter sind Zecke, Coraline, Coraline, Coraline und G und K. Gatlin. Oh, ich hätte das jetzt so nennen. So. Du kriegst natürlich nicht das, was du kriegen sollst, weil du zu weit wegstehst. Aber rum. Ein Boss, den wir nicht so schnell wegkriegen, weil er einfach kacke ist. Leider nicht wieder rauf. Wir müssen diese Welle schaffen. Das irgendwie schnellstmöglich. Na guck mal, haben wir doch schon fast das Doppelte, wenn der jetzt das dann noch schafft, den hat den drei, ja. 200% des Jobs dafür, das ist doch schon mal geil. Wo kommst du denn her? Nee, dich kümmern wir jetzt nicht drum. Nur sollen wir das mal, dass es hier noch ein bisschen schick aussieht bei uns. Im Startbereich. Weil 3 Sekunden, das schaffst du nicht. Das schafft man einfach nicht.
Gatlin heißt er. Und ich habe schon wieder diese komische Pistole und es wird dunkel. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Das sieht aus, hat einer so einen goldenen Mückenschwarm um. Nein, es sind wieder diese Killergrille. Sehr geil. Ich feiere die gerade irgendwie so richtig gut. Jetzt rotiert er auch noch wie so ein Irrer. Drauf da, ich hab keine Tinte mehr. Okay. Ich fall auch runter. Wäre ich so freundlich, bitte diesen Grill auszuschalten. Bring mich nur nach oben. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, wie dieser komische funktioniert. Da kommt der nächste. Ich glaube, man muss hinten diesen Schwanz oder Fisch oder was das auch ist da treffen. Dann fängt er an zu rotieren. Dann muss man das so lange machen, wahrscheinlich bis er auseinanderfliegt. Ich glaube auch jedes Mal, wenn man ihn trifft, dann oh, eine müssen wir noch. Okay, das könnte jetzt echt knapp werden. Haben wir jetzt auch zwei von diesen Viechern kommen. Salmini heißen die. Oh Gott. Aber sehr geiler Boss, muss man lassen. Das ist richtig geil, dass es auch noch welche gibt, die nicht bekannt sind. Wie zum Beispiel so ein Kugelgrill. Killgrill. Nun gut, wenn ihr euch wiedererkannt habt, lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo. Oder euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr dasselbe tun. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Lauf bei Splatoon 2 Salmon Run. Willkommen zu einer neuen Runde Salmon Run bei Splatoon 2. Wir sind auf der Schusswrackinsel. Und... oh, schickes Blau. Das sind meine Mitstreiter. Editon, Ludwig und Philippe 12. Ich bin mal gespannt, wie diese Runde wird. Ob wir wieder neue Bosse kennenlernen oder nicht. Möglich ist ja alles. Aber ich habe schon gesehen, da rechts, da ist wieder dieser Nebelmacher. Regenmacher. Na komm. So, geht doch. Zu mir, Leute. Ich beschütze hier alles. Ernsthaft, ihr seid schon alle drei hinüber. Nun gut, nun gut. Wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Ich könnte es ja auch für die das allererste Mal sein, dass die diesen Modus spielen. Möglich ist alles. Komm. Könnte einer bitte sich um die kümmern, der auch eine Waffe hat, die hochschießen kann? Dann kümmere mich mir um diesen Regenschirmtypen. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Alle diesen Regenschirmtypen sind da. Dahin. Ich habe leider keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Wir müssen hier vorbereiten für wirklich schwere wiegende. Muss ich verarschen. Komm, hau ab. Sag ich doch, hau ab. Und denn wir sind mit dem Quastro jetzt dabei und es wird dunkel und es wird Nacht und unten ist das Teil. Und es ist Nebel. Das ist auch mal was Neues. Nebel hatte ich auch noch nie gesehen. Vor allem, wo ist es jetzt hier?
der ist hier hinten, Leute. Und Bam ist auch gleich da. Wie gut. Was machen die denn bitte? Ja, die werden mächtig überlaufen, das ist nur so einer. Leute, der ist hier unten. Tja, ich glaube, das wird nichts. Das ist ein lustiger. Das ist Gold. Sicher jetzt erst, dass der Gold war. Nun gut, ja. Leute. Was da wohl rum war. Nun gut, wenn ihr euch wiedererkennen solltet oder ein Abo da lassen wollt, dann macht es. Ja, das hat mir gerade eben selbst die Sprache verschlagen. Nun gut, wir sehen uns im nächsten Lauf.